Okay, dann herzlich willkommen zu einem CC-Relikte-Stream Let's Try von Stranded Deep. Und ich habe richtig Bock auf das Spiel, weil es sich um ein Survival-Spiel handelt und das ist so das Genre, in dem ich mich, glaube ich, schon sehr heimisch fühle, obwohl ich sagen muss, dass ich das Spiel eben noch nie gespielt habe. Ich spiele halt gern so etwas wie Oxygen Not Included oder auch Don't Starve und solche Spiele und bin gespannt darauf, was Stranded Deep letztendlich anzubieten hat und werde einfach mal schauen, wie wir die 2 Stunden füllen werden. Ich habe noch nicht so richtig verstanden, was so auf mich zukommen wird. Es geht, glaube ich, so um jemanden, der auf einer Insel strandet und dann versuchen muss, irgendwie am Leben zu bleiben. Ich sehe gerade, dass es auch gerade noch keine Musik gibt. Ich werde mal schauen, ob das dann im Spiel verschwindet. Also im Spiel dann startet die Musik, aber sonst muss ich mal gucken, wie es so vorangeht. Aber nun gut, wie ihr sehen könnt, habe ich noch kein bisschen gespielt und werde einfach mal starten. Und zwar Singleplayer, dann Difficulty, also Schwierigkeitsgrad normal, Welt ist eigentlich egal, Permadeath nein, Wildlife normal, einfach alles normal, weil ich gar keine Ahnung habe. Und dann schauen wir mal, ob wir Ton bekommen und ob wir das Spiel zum Starten bringen. Ja. Okay, ein bisschen zu laut vielleicht sogar. Okay, ich bin in einem Flugzeug. So sieht's aus. Kann mich nicht wirklich umblicken. Oh. Ich kann nichts machen, es ist Skriptsequenz. Aber ich bin schon in einem Privatjet. So sieht es jedenfalls aus. Okay, ist ziemlich laut. Oh. Sind? Wo haben wir das Liferaft? Da haben wir es. Können wir irgendwas einsammeln? Okay. Ich weiß nicht, ob ich es geschafft habe. Ja. Habe es geschafft und ich bin. Ich setze mich einfach mal hin. Nein, also ich drücke I, E, aber wahrscheinlich. Ah ja. C. Und jetzt Craft ist. Ah ja, okay, also ich muss. Ich fühle mich jetzt schon wieder. Ah ja, okay. Erstmal das ans Land bringen. Das ist das Wichtigste. Und Krabben mit dem. Das scheint nicht zu funktionieren. Okay, was ist wegstecken? Kurs loslassen.
craft a stone tool. Okay, jetzt wurde ich angegriffen. Also ich habe keine Ahnung, wie man das Spiel spielt. Ich versuche einfach mein Bestes, irgendwie damit klarzukommen. Also nochmal. Ah ja. Refined Knife haben wir hier. Dafür brauchen wir Woodstick und Lashing. Okay. Kann ich das? Also, damit kann ich auch nichts anfangen. Gut. Kann ich das mal? Okay, nein. Also ich weiß auch noch nicht, ob das noch das Tutorial ist oder ob ich schon Sachen verliere. Ich habe gerade eben überhaupt noch gar keine Ahnung. Weil ich sehe auch nicht, ob ich schon irgendwas verliere. Ich sammle erstmal Sachen ein, die ich dann vielleicht irgendwo für irgendwas benutzen kann. Ah ja. Und kann ich damit irgendwas machen? Sieht nicht danach aus. Habe ich irgendwo... Ah ja, dort. Ich weiß nicht, ob sich dadurch irgendwas verändert. Das Hauptproblem ist, ich weiß auch nicht mal, wo ich eine Übersicht habe über meine Statuswerte. Ist noch ein bisschen kompliziert, so herauszufinden, was man tun kann. Ich gucke mal, ob es hier irgendetwas gibt. Ich bin mir noch nicht so richtig sicher. Also eigentlich dürfte nur linke Maustaste und rechte Maustaste relevant sein. Aber... Habe ich jetzt schon was? Lashing und... Was ist das?
Okay. Ich muss mal schauen. Sachen einsammeln. Irgendwas auf dem Boden, was man vielleicht. Okay, das funktioniert auch nicht. Also man muss irgendwie. Das brauche ich. Ich muss irgendwie kleine Büsche auf dem. Auf dem Boden finden, die ich verarbeiten kann. Ich weiß ja auch ehrlich gesagt nicht, wie ausgearbeitet dieses Spiel ist, weil ich glaube, dass es handelt sich immer noch um ein Early Access-Spiel, aber ich merke schon, also ich kann Sachen zerstören, ich sehe nur leider nicht. Wie lange das dauert. Also muss ich einfach mal ein bisschen herumprobieren. Ah, da haben wir es. Und ich habe ja zum Glück wenigstens einen Aufgabenbereich hier so oben, sodass ich ein bisschen sehen kann, was ich tun soll. Haben wir jetzt genug davon? Drei haben wir. Brauchen. Da haben wir noch eine. Ja, habe ich auch schon. Willem fragt gerade, magst du so Survival-Kram? Und ich habe am Anfang schon gesagt, dass ich mich im Survival-Genre eigentlich ziemlich zu Hause fühle. Unter anderem mit Don't Starve oder Oxygen Not Included. Und. Da würde ich gern einfach ein bisschen spielen. Ich weiß nicht, ob die Lautstärke so okay ist. Du kannst ja mal sagen, Wilhelm, ob irgendwas noch verändert werden sollte. Ah ja, okay, nicht genügend. So. Haben wir das jetzt? Ist ein bisschen unausgereift, das Spiel, muss ich sagen, weil ich nicht so richtig weiß, ob ich alles so habe. Einen Moment. Also ich glaube, ich werde am. Also ich glaube, ich werde gleich am Anfang sterben, weil ich sehe absolut nicht, wo meine Statuswerte sind. Und ich habe das Gefühl, dass das so ein richtig heftiges Survival-Spiel ist, weil ich habe es bisher noch nie gespielt. Ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Und. Deswegen. Muss ich das mal schauen? Also, ich will das jetzt machen. Ah, okay. Das funktioniert jetzt. Und das räume ich mal weg. Und jetzt möchte ich gern. Sehr schön. Camping. Ja, die Texturen sehen nicht so schön aus, aber das macht mir ehrlich gesagt nicht so viel. Also, ich find es trotzdem relativ angemessen. Schön. Also ich denke mal verschiedene. Ich brauche sehr viel Holz dafür. Und jetzt muss ich mal schauen,
Wo kann man. Oder ist es das hier? Schon ziemlich viel Zeug. Shelter, Campfire. Jo. Wo ich das dann hinsetze. Setze einfach mal das hier hin. Und jetzt? Also. Ah ja. Craft Kindling. Also brauche ich noch irgendetwas? Ich bin ein bisschen überfordert. Ah ja. Also ich bin anscheinend schon sehr ausgebildet. Also ich war okay, Survival Watch. Was sagt sie mir? Aha. Ah, hier sind die Statusnachrichten. Okay, ich bin ausgeruht, ich habe kein Wasser, ich habe kein Essen. Aber ich weiß auch nicht, ich soll jetzt eine Krabbe töten. Das ist mein Ziel. Also, ja, das muss ich mal schauen, ob ich das gut hinbekomme. Weil. Sollen jetzt das halten? Hold E to attach. Kokosnuss. Ich soll eine Kokosnuss finden. Ich bin so absolut nicht dabei. Öffne ich die E drücken oder Q? Moment. Kann man die jetzt? Ah ja. Okay, so halte ich mich am Leben. Ein bisschen was gemacht. Aber, hey, war das jetzt alles? Haha. Das war alles. Super. Kann ich das jetzt essen? Sieht so aus. Das wird ziemlich schwer. Was muss ich jetzt craften? Ich soll ein Shelter bauen. Dafür brauche ich Lashing und Palm Frond. Lashing kann ich herstellen, aber ich brauche noch viermal
Hunt-Front. Ist problematisch, wenn ich im Dunkeln unterwegs bin. Man sieht leider nicht so gut. Ob sich irgendwas verändert. Also, das ist so ein bisschen das Problem. Und ich kann jetzt, ich sehe nicht so richtig, ob das jetzt irgendwas gebracht hat. Ich kann hier zum Beispiel gerade eben nichts aufheben. Ich weiß nicht, ob es an der Dunkelheit liegt oder ob was anderes daran schuld ist. Ich gehe nochmal zu dem Baum. Weil ich brauche ja irgendwie diese Palmblätter, um mir eine Unterkunft bauen zu können. Weil ich so unglaublich langsam bin, dass ich das nicht sofort geschafft habe. Okay, nochmal. Was passiert jetzt? Okay, das ist jetzt umgefallen. Jetzt will ich es weiter bearbeiten. Ziehe das hier rüber, so dass ich es besser sehen kann. Ja, das wird viel ausprobieren sein. Ah ja. Super, jetzt habe ich Palmblätter. Und jetzt bin ich dazu in der Lage. Was ist mit dem Lashing? Habe ich das weggeworfen? Und was sind das für Geräusche? Ich höre das. Ich dachte eigentlich. Dass ich das hätte. Also ich habe vorhin ja. Wo ist es? Lashing hergestellt. Dachte ich jedenfalls. Ja, okay, dann muss ich noch mal gucken. Was ist mit der? Kann ich die trinken? Einen Moment. Ach, ich bin sehr langsam. Aber so ist das eben. Ich weiß auch nicht, ob ich ich muss, glaube ich, auch schlafen, aber es wird mir nicht angezeigt, dass das ein Problem sein sollte. Problem ist. Und ich weiß auch noch nicht so richtig die Mechaniken, die dahinter stehen. Naja. Deswegen, ich muss mich da ein bisschen langsam rantasten. Ja. So, Lashing. Ich habe es fürs Messer verbraucht, bin mir nicht sicher. Also ich hatte, glaube ich, nochmal was gemacht. Ich hatte es zweimal hergestellt. Quick Run. Okay, Shelter. Dann, wie sollen wir den hinstellen? Ich will das gern hier so in der Nähe haben. Ich weiß nicht, geht das so? Ich würde es gern so haben. Wie kann man das drehen? Da gab es, glaube ich, was. Ach, ich lasse es so. Ich guck mir dann das an. Ja, cool. Ich habe gespeichert und schlaf jetzt. Schön, schön.
Erstmal was zu essen suchen. Wo haben wir? Wir brauchen Fische. Fische können wir sicherlich hierdurch dann bekommen. Und dafür brauchen wir einen Woodstick. Ich brauche noch keinen Hammer. Ich brauche erstmal. Ich dachte, ich hätte so viel. Alles schon verbraucht. Versuchen es mal. Ja, der Schatten sieht auch nicht unbedingt so super gut aus. Ich muss erstmal was essen und was trinken. Ah ja, aber wahrscheinlich muss ich das. Muss man dann was anderes erstmal einsetzen? Ah, okay. Ich verstehe. Und dann nutzt man dann Kindling, um es wieder zu. Okay. Muss ich machen, weil ich sonst kein Essen mehr habe. Sehr schön. So, ja, stimmt. Ich muss die. Ich sollte es nicht essen. Okay. Linke Maustaste dann. Ein bisschen unintuitiv. Der verschwindet. Kann man auch irgendwas mit denen machen? Hold E to attach. Okay, es ist verbuggt.
Aber wenigstens verbrauche ich das nicht komplett. Oh mein. Also ich hab keine Ahnung, worauf ich mich da eingelassen habe, aber es ist echt ein bisschen blöd, dass man erstens nur einmal draufdrücken muss, kurz. Ich weiß auch nicht, wie lange das braucht, bis es fertig ist. Und gleichzeitig man auch nicht mehrere, also mehr Fleisch gleichzeitig drauf haben kann. Und ich weiß auch nicht, wofür das da ist. Ich sammle das erstmal alles hier. So. Was kann ich denn als nächstes craften? Ich soll einen Hammer herstellen. Aber hier ist es gar nicht dabei. Ist hier dabei? Ah ja, okay. Zwei solche, Woodstick und Lashing. Dann schon das Gefühl, dass ich noch nicht so richtig weiß, wie ich so vorankomme. Oh, was? Hatten wir das schon? Ich stelle das mal hier mit daneben hin. Für unser Zeug reinlegen. Aber ich soll ja einen Hammer herstellen. Dafür brauche ich erst einmal Stein. Vögel. Das kann ich nicht bearbeiten. Auch eigentlich nein, das da. Ich weiß nicht, ob das nachwächst. Hmm.
Schauen wir mal. Ich habe erst drei. Also muss ich ins Wasser, um mich zu kühlen, wahrscheinlich. Dafür. Ich habe zwei davon, eins davon und jetzt brauche ich noch einen Woodstick und das müsste ich eigentlich schon haben, aber nicht, dann nicht. Ah ja. Was ist meine nächste Aufgabe? Ist die Frage. Ich sollte erstmal was essen. Hat das jetzt irgendwas gemacht? Es wäre gekocht. Es ist nicht gekocht, was ich in der Hand habe. Und ich will das nicht aufheben. Also, gerade eben habe ich sehr, sehr große Probleme. Mit dem Spiel klarzukommen, genau zu verstehen, was ich tun soll. Okay. Ein Moment. Das kriegen wir hin. Nicht den Mut verlieren, sondern einfach weiter überlegen, was man machen kann. Gut. Wir haben jetzt keine klare Aufgabe mehr, aber eine meiner Hauptaufgaben besteht darin, erstens etwas zu trinken zu finden und etwas zu essen zu finden. Zweitens, die Steuerung besser zu verstehen oder mehr zu verstehen.
So, wir haben etwas zu essen. Und jetzt brauche ich noch Wasser. Wie stelle ich Wasser her? Das ist nicht notwendig. Water still. Ja. Was ist das? Coconut Flask. Das dürfte ich ja hinbekommen. Und das probiere ich jetzt auch mal aus, dass ich das. Okay, hier kann man unterschiedliche Sachen dann herstellen. Ganz ruhig. Zerstört. Es wäre auch cool. Ja, wahrscheinlich, aber ich kenne mich halt in dem Spiel noch nicht aus. Das ist das erste Mal, dass ich spiele und ich spiele seit 43 Minuten. Also ich bitte um etwas, etwas Rücksicht. Ja, das Hauptproblem ist, okay. Moment. Kann ich das irgendwie. Physik Engines. Großer Feind. Ja, ich brauch wahrscheinlich erstmal wieder so ein Tool. Ja, wie gesagt, es ist nicht so leicht für mich, weil ich das alles hier eben noch nicht kenne. Was bedeutet, dass es für mich nicht so klar ist, um eine Axt zu bekommen, brauche ich zwei Stone Tools, ein Woodstick und ein Lashing. Aber um das überhaupt mal zu bekommen. Brauche ich erstmal Steine. Habe ich noch Steine? Brauche ich noch nicht. Ah ja, da haben wir welche. Ich dachte eigentlich, dass man das damit füllen könnte. Aber leider nicht. Kann ich damit was irgendwas?
schön. So, als nächstes benötige ich das. So, jetzt dürfte das ja ein wenig schneller gehen mit dem Sammeln. Ist. Okay. Gut, dann weiß ich Bescheid, aber wie gesagt. Mich noch nicht so wirklich aus. Also, ich möchte gern trotzdem gerne jetzt so ein Water Still herstellen. Dafür brauche ich auf jeden Fall Hallo Orobenos. Ach so, okay, also man kann die Kokosnüsse quasi umbauen. Das wusste ich nicht. Ich dachte. Ja. Das muss ich sowieso irgendwie machen dafür. Coconut Flask. Also eins. Moment. Ja. Also dafür brauche ich dann wieder das. Ja, genau. Da haben wir noch welche. So. Kann ich jetzt schon. Ah nein, ich brauche noch eine neue Kokosnuss. Ich hoffe, ich habe nicht alles schon verbraucht. Ich weiß auch nicht, wo man dann neue Sachen herbekommt. Das muss ich mir dann erstmal alles anschauen. So. Um.
sondern ich wollte das herstellen. Und jetzt kann ich so viel trinken, wie ich möchte. Ja, ich kann auch nur einmal davon trinken. Okay, ich kann nur einmal davon trinken, aber ich kann es wiederverwenden. So, aber ich habe jetzt schon mal einen Aspekt von dem Water Still hergestellt. Ich habe Palm Frond. Ich brauche noch Lashing, das Tarpon und drei Rocks. Das geht eigentlich relativ schnell. Genau, ich habe das Tarp da hinten. Ich muss nach Rocks suchen und Lashing. Okay, gut. Dann nehme ich wieder meine Axt und versuche hier irgendwas zu finden, was mir so Unterholz geben kann. Oder Fiber wird es ja genannt. Das brauchen wir. Und Steine. Lager mal ein bisschen was aus. Ich brauche nicht zwei Hämmer. Ach so, okay. Das habe ich nicht mitbekommen. Wahrscheinlich da. Oh, okay. Das habe ich nicht gesehen. Wie sieht es jetzt aus? Sehr viel besser. Aber ich brauche trotzdem erstmal noch drei Steine. Keine Steine. Glaube nicht, dass hier noch Steine sind. Kann man die irgendwie hier rauskloppen? Wird bestimmt auch irgendeine Möglichkeit geben. Wahrscheinlich schon irgendwie eine Spitzhacke herstellen kann. Spitzhacken. Gibt es bestimmt auch. Refined Pick. Dafür brauchen wir Woodstick, Leather und Stone Tool. Ich denke, damit kann man dann sicherlich mehr Stein bekommen. Aber das ist ja schon Refined Pick. Reicht ein Stone Tool dann aus? Das würde mich ja, ich muss mal gucken. Aber brauche ich dafür irgendein bestimmtes Werkzeug, um die abbauen zu können, oder reicht da die Axt aus? Und welche Blöcke sind das? Also, das sieht ja, also ist das das hier? Oder das ist
relativ schwierig. Doesn't look good. Bin bestimmt da reingetreten. Ist blöd. Weil das scheint nicht zu funktionieren. Hier. Scheint auch nichts zu sein. Achso, andere Inseln. Wahrscheinlich, ja. Habe ich hier irgendeine Karte? Brauche ich dafür irgendein bestimmtes Werkzeug? Aber nein, okay, ich brauche wahrscheinlich dann eine Hacke. Okay, also ich brauche eine Hacke. Und hier sind dann sicherlich irgendwo dann Blöcke, die ich bearbeiten kann. Wahrscheinlich das. Ja, wahrscheinlich das. Okay, alles aus dem Kopf machen. Ganz ruhig. Am besten, ich wollte jetzt eigentlich einfach mal gucken, was ich schon habe für Water Still. Ich kann es schon herstellen. Ich brauche nur noch einmal Lashing. Okay, ich kann es noch nicht herstellen. Ich brauche noch einmal Lashing. Und dafür brauche ich, oder habe ich das schon? Nee, ich habe es noch nicht. Das würde sonst hier heller sein. Okay. Und Lashing bekommt man von diesen kleinen Pflanzen. Lass mal gucken. Hat wahrscheinlich schon aufgebraucht alles. Ich will auch nicht unbedingt die in der Nähe von meinem Unterschlupf benutzen. Ich hab scheinbar auch keine anderen mehr hier. Ah ja. Okay, das ist eine gute Idee. Also, du kannst dir eine Markierung an die Küste legen, damit du weißt, wie der Weg nach Hause war. Tillmann gibt mir hier gerade eben auch sehr gute Tipps. Danke dafür. Also wie gesagt, ich spiele das zum ersten Mal, so dass es halt ein bisschen überwältigend ist, was man alles machen kann und was nicht. Warte, hier war gerade, genau. Ah, okay, es wächst nach. Ich muss dann nur ein paar Sachen. Das zum Beispiel kann ich am Feuer lassen, weil das brauche ich erstmal nirgendwo sonst. Ja, wahrscheinlich wäre es besser, wenn ich. Oh. Ich wollte erstmal noch so ein Wasserteil. Hab ich das jetzt schon aufgenommen? Hier war doch. Ah ja, okay. Das wusste ich auch nicht. Das gucke ich mir dann mal an. Gerade eben ist das noch nicht notwendig, weil ich noch relativ gut. Gut mit dem Hunger auskomme.
Also es sieht nicht danach aus, als ob ich jetzt noch was finden würde in der Richtung. Weiß nicht, ich war da noch nicht drin. Vielleicht ist da noch irgendwas Interessantes. Ah ja. Okay. Ich leg mal mein Zeug weg. Also, das brauche ich gerade nicht. Dann brauche ich das nicht. Und ansonsten kann ich die klein hacken, das will ich mir kurz mal angucken. Und das kann man dann essen. Hier sagt er mir auch, dass ich das dranlegen kann. Kann ich das dranlegen? Er macht es einfach aus, okay. Wo? Ich sollte vielleicht mein Kindling doch nicht wegmachen. Ich hatte es hier hingelegt. Ach ja. Okay, ich komm dann irgendwann wieder. Ich guck mir erstmal das dort drüben an. Ich bin so überfordert von dem Spiel. So ist das, wenn man. Das nicht so häufig spielt. Timmann sagt gerade eben, Ordnung ist das halbe Leben, hat Mama immer gesagt. Ja, sehr wahrscheinlich, aber es hat auch viel damit zu tun, wie einfach es ist, mit zwei Händen irgendwas ordnen zu können. Okay, dort drüben sieht es aus, als wäre dort eine Insel. Ich habe meine Axt mit, ich habe meinen Hammer mit, ich habe Ration und ich habe meine Kokosnuss mit und probiere es jetzt einfach mal dort rüber zu kommen. Okay, man muss es vorher aufnehmen, sich dann hinsetzen und dann. Nein? Okay, man muss auch das Paddel vorher auswählen und sich dann hinsetzen und dann kann man lossegeln. Und zwar möchte ich zu der. Ich streame nur am Sonntag um 20 Uhr und zwar auf dem Kanal zurzeit, weil ich gerade nicht mehr Zeit habe. Weil Tillmann fragt, wo ich sonst noch streame. Ich weiß auch nicht. Ich habe das Gefühl, ich will dorthin. Ah ja, okay. Ich habe keine Ahnung. Ich finde es auch blöd, dass man sich nicht komplett umdrehen kann. Weil ich würde schon gern. Das besser steuern. Aber irgendwie.
will er das nicht. Kann ich es gedrückt halten? Ja, ich kann es gedrückt halten. Ich weiß halt nicht, was normal ist. Also ich glaube, wenn man eben so, keine Ahnung, 20 Stunden das spielt, hat man schon ein wesentlich besseres Gefühl dafür, was möglich ist und was nicht möglich ist. Nur gerade eben, ich weiß nicht, was möglich ist und wie man am besten halt vorgeht, um irgendetwas zu sortieren, sondern ich versuche mich da erstmal reinzubewegen. Ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass es noch andere Inseln gibt. Weil man, also ich hätte es mir denken können, aber man sieht es ja erstmal nicht. Ja, wahrscheinlich. Aber ich weiß ja nicht mal, dass es einen Floß gibt. Also ich weiß ja nicht, dass es bestimmte Dinge gibt, die das dann sehr, sehr viel einfacher machen. Sondern ich stürze mich jetzt quasi das erste Mal überhaupt in das Spiel hinein, um zu verstehen, wie man es spielt. Um zu schauen, was mir daran gefallen könnte und was vielleicht interessant ist. Also mein Ziel besteht ja jetzt eigentlich darin, Fasern zu sammeln. Und da gucke ich mal, ob ich das hinbekomme. Also, ich muss darauf achten. Also, ich muss irgendwie in diese Richtung zurück. Das war irgendwie mein Ding. Es ist nicht so cool, dass ich es nicht sehe. Ich schieb's noch ein bisschen weiter vom Wasser weg. Ah ja, wir versuchen mal unser Bestes. Okay, das Ziel besteht darin, dass ich Fasern sammle. Ja, ja, ich hab's doch an den Strand gezogen. Oder ist das zu weit noch drin? Ist ein bisschen weiter rein. Aber hier kann ich jetzt drum herum gehen. Okay, alles klar. Ja, schauen wir mal. Fasern. Das gibt keine Fasern. Okay, die Pine Trees bringen mir nichts. Bringen nur kleine Stöcke. Ich brauche aber. Das wird wahrscheinlich dann Stein sein, was man abbauen kann. Oder irgendwas anderes, Eisen oder was auch immer. Dann sammle ich hier erstmal so Steine. Aber ich brauche eigentlich Fasern. Zeug und freue mich. Was ist denn diese Kiste? Kann ich das mitnehmen? Und Leder. Schon mal nicht schlecht. Aber ich finde immer noch keine Fasern. Und auch zu heiß. Ja. Da haben wir ein paar Sachen. Kisten mitnehmen. Okay, ich gehe gleich nochmal zurück, aber ich bin gerade im Faserparadies. Ist das ein
Wildschwein? Ich habe ein bisschen Angst, muss ich sagen. Ich weiß nicht. Kein Platz im Inventar. Was kann ich wegschmeißen? Am ehesten wahrscheinlich diesen einzelnen Stein. Ah ja, ich verstehe. Also man kann die Kiste hinstellen. Dort die Kiste hinstellen, dann Tab drücken und dann Zeug reinsetzen. Naja, ich verstehe. Und dann machen wir dort mal Fasern und Steine. Das, was ich am meisten quasi brauche. Ja. Und dann kann ich das so mitnehmen. Ah ja, interessant. Ist zwar logisch. Es ist zwar unlogisch. Klingt nach einer Schlange. Aber egal. Was kann ich noch wegmachen, damit ich halt ein Zimmer drin habe? Ja, wahrscheinlich muss ich das wirklich dann so am besten dann umsetzen. So, mehr Fasern. Ich überlege gerade, wie ich das am besten mache. Lass das erstmal hier liegen und hole es mir nachher dann ab. Und gehe jetzt erstmal das einsammeln. Habe ich jetzt davon. Ja, ich versuche es. Also Tillmann sagt gerade, wenn du die meiste Zeit im Schatten bleibst, überhitzt du nicht. Ja. Ich gebe mein Bestes. Aber ich weiß auch noch nicht so richtig, was Überhitzung genau macht. Deswegen kann ich es auch noch nicht einschätzen, wie relevant das ist.
Wie sieht es mit den anderen Sachen aus? Oh, okay. Poisoning. Ja, wahrscheinlich werde ich sterben, aber bin mir noch nicht sicher. Ja, kann ich die irgendwie jetzt schnell wiederherstellen? Wahrscheinlich nicht. Also ich bin durch irgendwas vergiftet worden. Wer was? Also ich bin ja jetzt die ganze Zeit im Schatten gewesen und es hat nicht so wirklich geholfen, mich abzukühlen. Ja. Kann ich die Vergiftung denn irgendwie rückgängig machen? Geht die dann irgendwann weg? Okay, kein Wasser. Dort sind. Ja. Ja, sicherlich, aber ich weiß nicht mal, was mich genau vergiftet hatte. Ich brauche erstmal was zu trinken. Ah, okay, davon kann ich nur jeweils vier mitnehmen. Ich verstehe. Moment, das lasse ich kurz hier liegen. Und dann schlage ich das erstmal dann wieder zurück. Ah ja, okay. Und das dauert so lange dann. Ist ja natürlich ungünstig. Also es war der lila Seestern von vorhin, wo ich reingelaufen bin, als ich nicht aufgepasst habe. Aber ich denke mal, ich suche jetzt meine Kiste und werde dann erstmal wieder zurückfahren, wenn ich das schaffe. Also es kann ja sein, dass ich unterwegs sterbe. Ich muss nur gucken, wo ich die hinterlassen habe. Ja. Also es wird gerade gesagt, zwei Pipi-Pflanzen und eine Kokosnuss ist ein Heilmittel gegen Vergiftung. Der lila Seestern war es. Und unter Wasser gibt es noch mehr, was dich vergiften kann. Langfristig brauchst du einen Kräutergarten, weil die Pflanzen nicht nachwachsen. Ja. Also es ist ein sehr, sehr umfangreiches Spiel, was ich halt mir schon gedacht habe. Ah ja, und da ist zum Beispiel eine Schlange, die sicherlich mich auch vergiften kann oder mich töten kann, wenn sie möchte. Also ich habe ja das Gefühl, also vorhin war ja schon eine Schlange hier, vielleicht hat mich auch die Schlange vergiftet. Ah, okay, da ist dann. Ah, okay, das ist dann also auch ein Maximum. Warte, ich überlege gerade, ich könnte doch das alles eigentlich in mein.
Ja, aber das ist nicht immer unbedingt eine gute Sache, weil man läuft halt dann eben viel länger herum und stirbt dann irgendwann durch irgendeine bestimmte Sache, ohne dass man halt wirklich darauf Acht gegeben hat. Also ich bin nicht immer ein Fan davon, den Schwierigkeitsgrad so, so extrem herunterzuschrauben. Also da haben wir auf jeden Fall noch ein Schiff. Aber wo war jetzt? Wir schauen mal. Bin ich jetzt einmal schon rumgelaufen? Ah ja. Okay, es muss irgendwo ja, hier gewesen sein. Wo ist mein Boot? Okay, ich bin glaube ich jetzt tot. Aber. Ach ey. Vielleicht ist auch das Boot weggeschwemmt worden. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich dachte eigentlich, dass es hier irgendwo gewesen ist. Wie sieht's aus mit. Ah ja, dort. Gut. Ah, ich hab Angst. So. Also mal zusätzlich zu dem, also ich kann ja mal das benutzen dann. Kann man das nicht reinlegen? Kann man sicherlich rein. Okay. Timmern schreibt gerade, das geht nicht gut. Ja, das habe ich auch nicht unbedingt erwartet. Dass es jetzt beim ersten Mal spielen sofort halt perfekt laufen würde. Aber mein Ziel ist es ja, das Spiel überhaupt erstmal zu spielen, weil ich, keine Ahnung, ich habe das bestimmt schon 2 Jahre oder so in meiner Bibliothek und will es halt gern einfach mal ausprobieren. Okay, dann merke ich mir hier so hinten bei dem Schiffswrack dann ein bisschen weiter. Ist das zu dicht dran? Sieht ein bisschen zu dicht dran aus. Mach's noch ein bisschen weiter weg. So. Ich hole jetzt eigentlich nur noch meine Kiste und dann mache ich mich auf. Ah. Warum will die Schlange da nicht weggehen? Das gefällt mir nicht. Fällt mir nicht. Okay. Einen Moment. Irgendwo hatte ich hier auch meine Kiste hingestellt. Einen Moment. Also da ist eine Schlange, die mich jederzeit umbringen könnte. Irgendwie ist es perfekt, dass ich die Kiste hier irgendwo hingestellt habe. Ah, hier, okay. Gefunden. Was will ich machen? Ich will eine Sache wegschmeißen. Das Tab brauche ich nicht unbedingt. Und nehme dafür die Kiste mit. Und laufe jetzt wieder zurück. Gut. Dann schaue ich mal. Ich habe kaum noch Wasser. Was? Ich esse erstmal noch mal was. Ah ja, okay, jetzt geht's schon.
So, jetzt nehme ich das Paddel. Und jetzt schauen wir mal, ob das klappt. Ich muss, glaube ich, es noch reinziehen. Okay. Ich muss einen Moment. Also, ich hatte mir gemerkt, irgendwo in diese Richtung. Wir versuchen mal unser Bestes. Ich glaube nicht, dass es die Insel gewesen ist. Einen Moment, ich muss mal kurz gucken. So schwierig. Könnte es die Insel gewesen sein? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht diese Insel gewesen ist, sondern dass wir dort drüben gewesen sind. Da versuchen wir jetzt mal hinzukommen. Na los. Stecke ich hier irgendwo fest? Ich sehe es schon aus. Okay, also noch mehr. Jetzt schon drin. Okay, nochmal aufstehen. Ich muss gucken, damit ich das halt richtig. Also in die Richtung. Nicht die Insel dorthin. Ja, ja, mal schauen, ob ich das hier überhaupt überlebe. Weil irgendwo dort drüben war ja meine erste Insel. Und da versuche ich jetzt irgendwie wieder zurückzukommen. Ah ja, da. Da ist sie. Dahin muss ich. Also meine Uhr piept die ganze Zeit, weil sie mir wahrscheinlich mitteilen will, dass ich gleich sterben werde. Aber wir sind ja guter Dinge. Ich hoffe, dass das meine Insel ist. Ich hab das Gefühl, dass es die ist, weil. Okay. Aber mal schauen. Final Counter. Sehr gut. Ja, ich weiß aber nicht, wofür das der Final Countdown ist. Ungünstig, dass das genauso genau dann passiert, wenn ich gerade also auf dem Meer direkt bin, also das nicht direkt sehe, und ich will jetzt auch nicht stoppen, solange ich nicht halt dort bin. Hi, okay. Ich versuch mal. Ich habe keine Ahnung, wovon Tilber gerade spricht, weil er sagt gerade, wenn du anhältst, wirft der Hai das.
Okay. Also immer wenn du also immer wenn es gluckert, ist irgendwas, aber ist mir egal. Also gerade eben soll irgendwie ein Hai mich angegriffen haben oder so, keine Ahnung. Ich habe es nicht gesehen. Jetzt bin ich draußen und ziehe das rein. Was will er denn von mir? Ist doch gar nichts. Ja, wir schauen mal. Na gut, ich will dann das hier mal herstellen. Das sieht so aus, als ob man damit dann das Poisoning bekämpfen kann oder die Vergiftung bekämpfen kann. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Oder nee, hier, was ist das? Pipi. Okay, ich habe keine Ahnung, wo man die bekommt, aber. Ja, schauen wir mal. Eine ist genau vor mir. Das hier? Nein, oder? Erstmal. Wo war das? Hier. Oh, okay. Düdüm. Okay. Alles klar. Das finde ich gemein. You survived 0 days. Ich habe wenigstens, ich habe länger als 0 Tage überlebt. Also ich denke, das ist ein Bug. Okay. Ich weiß auch nicht genau, warum da 20 Minuten steht. Ach so, ich verstehe. Ich verstehe. Und zwar habe ich ja das gespeichert. Okay. Und zwar, ich hatte es einmal gespeichert, das Spiel. Und das war, denke ich mal, genau bei 20 Minuten. Also er sagt dann quasi immer nur, wie lange ich überlebt habe, wenn ich dann auch geschlafen habe und gespeichert habe, sicherlich. Okay, weil ich war mehrere Tage auf jeden Fall auf der Insel. Ja, aber trotzdem, das war's eigentlich für diese Woche, weil ich muss erstmal darüber nachdenken, wie ich jetzt halt weiterverfahren werde. Einfach auch vielleicht in meiner Freizeit ein bisschen mehr spielen und dann gucken, wie man das dann halt besser umsetzen kann, damit ich halt nicht so blauäugig in die Situation hinein laufe. Aber zuvor möchte ich, also bevor ich halt Schluss mache, möchte ich noch ein paar Worte zu dem Spiel verlieren, weil es auch das erste Mal gewesen ist, dass ich das Spiel gespielt habe und einfach wie jede Woche einfach ein bisschen so meine Gedanken dazu besprechen möchte. Und zwar hat mich das Spielgefühl schon sehr stark an Ark erinnert. Survival Evolved. Das ist auch ein Survival-Spiel, was in eine ähnliche Richtung geht, wo es aber eher um das Zähmen von Dinosauriern geht und das Überleben auf einem Alien-Planeten, soweit ich das gespielt habe. Und ich glaube, mein Hauptproblem mit dieser Art von Spiel besteht darin, dass man eben
sehr viel Kleinzeug hat, was man immer sortieren und ordnen muss. Und gerade eben diese Kleinteiligkeit kann dann in gewisser Art und Weise auch zu einer Last werden, wenn man eben noch nicht so richtig verstanden hat, wie man am besten vorgehen soll. Also man erarbeitet sich quasi eine gewisse Ordnung, damit man in dem Spiel dann genau das findet, was man gerade eben braucht. Nur ist da vielleicht was vielleicht interessant wäre, um das halt gut umzusetzen, eine bessere Progression. Also man hat ja am Anfang ein Tutorial, aber ich habe das Gefühl, dass das Tutorial mir nicht so wirklich weiterhilft in der Hinsicht, dass es mir sagt, okay, hier, das ist der Weg, den du gehen musst, sondern man muss im Grunde genommen irgendwie das dann hinbekommen und schauen, dass man irgendwie experimentiert, herumprobiert oder sonst irgendwas. Und das finde ich halt schon cool, dass so ein experimenteller Charakter drin ist, aber es kann auch zur Last werden, gerade eben, wenn man eben nicht so viel das spielt. Also gerade am Anfang ist das halt immer anstrengend und die Frage ist, warum soll man genau dieses Spiel spielen, wenn es auch andere Spiele gibt, die vielleicht einen leichteren Zugang hätten. Aber das kommt halt immer auch auf das, also auf die Art und Weise an, wie man dann, also was man für Setting haben möchte. Also ob man dann halt eher ein Science-Fiction-Setting haben möchte, ob man eher so ein eher realitätsorientiertes Setting haben möchte. Aber was mir sehr gut an dem Spiel gefällt, ist, dass es auf jeden Fall eine große Vielfalt anbietet. Und das scheint schon interessant zu sein. Und es ist auch cool, dass man halt nicht sofort alles überblickt. Also in manchen Spielen, so wie bei Don't Starve, habe ich das Gefühl, dass man relativ schnell herausfindet, wohin es geht, was man dort machen soll. Und dass man dann halt einen Überblick davon hat, okay, das ist eher was Mysteriöses und man versucht halt einfach so erstmal Essen zu produzieren oder am Leben zu bleiben, indem man halt schaut, wo es überhaupt Essensquellen gibt. In dem Spiel scheint es mir eher darum zu gehen, dass man sich so eine Basis schon aufbaut und dann es irgendwie hinbekommt, sich in der Welt, ich weiß auch nicht, ob es halt eine zufällig produzierte Welt ist, das wäre vielleicht auch mal interessant herauszufinden, aber genau in der Welt, in die man halt hineingesetzt wird, sich ein Gefühl zu verschaffen, wo man sich befindet und wo man halt hinreisen kann. Genau, ansonsten hat es mir trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Ich muss mal schauen, wie das dann halt weitergeht. Also in der nächsten Woche werde ich halt wieder was Neues probieren. Also es ist eigentlich so, dass ich jeden Sonntag um 20 Uhr mir ein Spiel heraussuche, was ich noch nie gespielt habe, wo ich einfach weiß, okay, ich setze mich irgendwie selbst diesem Stress aus, dass ich eben nicht hundertprozentig weiß, was richtig ist und was die beste Herangehensweise an eine bestimmte Situation ist und versuche damit dann irgendwie halt umzugehen und dann auch erste Eindrücke zu schildern. Tillmann fragt gerade eben noch, was ich studiere. Ich bin an der Uni Leipzig und studiere dort Deutsch und Philosophie, aber das hat relativ wenig mit dem Streaming zu tun. Mir geht es eher darum, ich produziere in meiner Freizeit auch ein Computerspiel. Ich bin Spieldesigner und Spielentwickler. Und das ist halt eher so das, was mich dann daran fasziniert, warum ich überhaupt so Spiele spiele, die ich halt nicht so gut kann, weil es mich interessiert, wie andere bestimmte Spielmechaniken umsetzen, damit man einfach herausfindet, wie sich etwas auch vielleicht ins eigene Spiel umsetzen lässt. Und da ist immer so mein Fokus ein bisschen darauf, was hat mir Spaß gemacht, wie kann ich das umsetzen in ein eigenes Spiel.
Vielen Dank. Also Tillmann sagt gerade eben, man hört es, dass ich Deutsch und Philosophie studiere und ich bin echt gut mit Worten. Also ich glaube nicht, dass ich so gut mit Worten bin. Ich bin immer auch noch ein bisschen aufgeregt, wenn ich diese Streams mache. Aber es macht mir halt auch sehr viel Spaß. Und deswegen schaue ich einfach mal, wie es dann weitergeht. In der nächsten Woche wird es wahrscheinlich keinen Stream geben, weil ich da in der Heimat bin und dann keinen Zugriff habe auf mein Equipment. Aber dann wahrscheinlich dann im neuen Jahr wird es wieder dann einen klassischen Stream geben. Also wenn euch das gefallen hat, dann schaut euch einfach mal den Kanal an. Wir sind hier auf dem Kanal zu fünft und wir machen ganz unterschiedliche Streams. Und wie gesagt, es hat mir Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Man sieht sich. Bis bald. Tschüss.